Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei einem kurzen Wochenimpuls. Ich bin beim Sternzeichen Skorpion in Kalenderwoche 2. Die beginnt am 9. und endet am 15. Januar. Und ich möchte mal ganz kurz schauen, was da für Impulse und Energien für dich bereit liegen. Ob du sie nutzt oder über sie hinweggehst und sie ignorierst, ist immer deine Entscheidung. Magier für den Skorpion. Also die ist wichtig, aber die ist irgendwie auch wichtig, aber die ist wichtiger. Okay, lieber Skorpion, wir haben hier neue Erkenntnisse, die du erreichen wirst in dieser Woche. Dir wird irgendwas klar werden. Irgendetwas, was dir vorher nicht klar war. Irgendetwas, was du vorher auch noch nicht so gewusst hast. Das war jetzt irgendwie keine Naivität, sondern es war dir einfach nicht bewusst. Du merkst irgendetwas Neues, einen neuen Aspekt, eine neue Erkenntnis in deinem Leben, die du treffen wirst. Das Ding ist, wir haben hier mit der Karte, die hier wichtig ist, ne, die hat die stärkere Energie. Hier ist nur eine kleine Verstärkung. Wir haben hier mit den 7 Schwertern eine Karte, die sagt Lug und Betrug. Da ist jemand, der will dir nichts Gutes. Vielleicht hast du diese Erkenntnis in dieser Woche, dass da jemand ist, dem du eigentlich vorher ganz wohlgesonnen bist oder dachtest, er ist dir auch wohlgesonnen und du merkst, alles klar, die Hintergründe sind gar nicht so gut. Oder was zum Beispiel auch so neue Erkenntnisse sagen kann, ist, ich merke, mein Partner geht fremd. Mein Partner belügt mich. Mein Partner nutzt mich aus. Sowas in der Art. Es kann aber auch sein, dass du eine Person kennenlernst, die so ganz anders ist als alle Personen, die du vorher kennengelernt hast, bei der du, vielleicht hast du Glück in deinem Leben. Es waren alle irgendwie normale, nette Leute, die du kennengelernt hast. Und jetzt lernst du jemanden kennen, der ist nicht normal und der ist nicht nett. Stichwort toxisch. So, aus dieser neuen Erkenntnis wirst du eine Wandlung erleben können. Durch diese neue Erkenntnis, dass es auch Lug und Trug gibt oder beziehungsweise, dass du das irgendwie rausgefunden hast, entweder bei einer Person, die du schon kennst oder die du neu kennenlernst, wird sich bei dir was ändern. Du wirst anfangen, dich in deiner Gedankenwelt zu verändern. Wie gesagt, diese neue Erkenntnis, das wird etwas sein, womit du arbeiten kannst und was dann nochmal wichtig wird für dein späteres Leben. Ja. Das ist jetzt erstmal nur dein kurzer Wochenimpuls. Fällt mir schwer, immer Stopp zu machen und nicht weiter zu gucken, aber ich möchte das bewusst kurz halten, weil nicht jeder jede Woche irgendwie 30 Minuten Zeit hat, Videos zu gucken. Von daher, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, lieber Skorpion. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und bis zum nächsten Mal.